So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 134. Folge hier in Forza Horizon. Heute mit dem ersten Wagen des, glaube ich, vor einer Woche erschienenen Mountain Dew Carbacks. Jetzt habe ich mir rausgesucht, quasi ein eher unspektakuläres Auto, und zwar den Dodge Dart, und zwar genau den Dart GT. Der Dodge Dart ist vielleicht den meisten bekannt unter dem Dodge Dart von früher. Er wurde gebaut von 59 bis 76 als Muscle Car. Das ist halt quasi so eine mehr oder weniger, ich sag mal, Neuauflage, halt nur gleicher Name, aber. Ich finde, es ist trotzdem ein cooles Auto. Auch bei den Limousinen hier im Spiel. Ich meine, die meisten Limousinen, die hier im Spiel sind, sind irgendwelche mit 3, 4, 5, 600 PS. Hier auch mal eine normale. Ich meine, auch normal als Normalverbraucher fahren könnte. Wo man nicht 50.000 Euro für ausgeben muss. Denn der kostet, glaube ich, nur um die 20.000, 25.000. So haben wir hier den Dodge Dart GT von 2013. Man hat vorne einen reinen Vierzylinder verbaut. Saugermotor übrigens. Mit 2,4 Liter Hubraum. Und der generiert ganze 184 PS, ja. Top Speed 227. Drehmoment 232 Newtonmeter. Hat hier 6 Gang Schaltgetriebe, gibt es aber auch mit 6 Gang Automatik. Ist halt Ami, ne? Die brauchen halt Automatik alle. 0 auf 100 schafft er hier in 8,8 Sekunden. Und der Verbrauch, der überrascht mich sogar ein wenig. Zwar steht hier bei Wikipedia 10,6 Liter. Das ist für einen Vierzylinder ziemlich viel. Ich meine, der hat doch gar nicht mal so viel Hubraum. Mal so als Vergleich. Jetzt ein BMW 5 oder ein 6 neuer. Mit 4,4 Liter V8 Biturbo und 560 PS. Die verbrauchen angegeben weniger. Als hier das 14 in der Popelchen. Naja. Aber jetzt habe ich halt mal gedacht, wir machen mal ein wenig was Spektakuläres oder was Außergewöhnliches. Weil den Wagen wollte ich halt mal so ein bisschen Offroad-mäßig aufbauen. Ich weiß nicht, warum ich das machen will, aber ich habe irgendwie Lust drauf. Wir sind doch gerade hier im Outback. Deswegen werde ich zuerst mal den Wagen Allradantrieb verpassen. Ich hab da mal Bock drauf. Durch Heckantrieb würde auch gehen. Oder halt Allrad. Ich will mal Allrad machen. Ja, also der sieht schon von vorne. Man sieht, dass es ein Dodge ist. Aber man sieht es am meisten von hinten. Halt, hat so ein bisschen was vom Charger. Auch ziemlich dicke Endrohre. Gefällt mir sehr gut. Wir machen Allrad rein. Ich weiß wirklich nicht warum, aber ich hab da mal Bock drauf. Warum? Motor könnten wir wechseln. Und zwar auf einen Turbo Rally Motor. Oder einen reinen Sechszylinder. Wir lassen erstmal den Serienmotor drin. Mal gucken, was da so geht. Ich will jetzt auch gar nicht den auf S1 oder S2 aufbauen. Soll ja so nicht sein. Mal machen wir Turbo. Oh, Kompressor. Ja, Kompressor geht natürlich, ne? Das machen wir. Dann geht hier optisch was. Oh. Oh. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Ach du Scheiße. Ich mache erstmal. Ich finde das irgendwie cool. So, Spoiler geht auch. Ach, Göttchen. Das sieht ja süß aus. So ein bisschen wie so ein Matchbox-Auto. Ich tue mal, aber natürlich Spoiler gehen trotzdem ran. Und obwohl, nee. Dafür hat er so ein kurzes Heck, finde ich. Das passt da nicht wirklich zu. So, Heckstoßstange. Jawohl. Bodykit-Star-mäßig, ne? Ja, komm. Wird auf und auf, aber scheiß drauf. Das machen wir trotzdem ran. Einfach, weil ich es kann. Und vorne. Ich finde das hier geiler. Ja, sieht doch noch ein bisschen sportlich aus. Das finde ich aber cool. Also, ich finde, er sieht schneller aus, als er eigentlich ist. Natürlich ist das auch ein relativ schnelles Auto, keine Frage. Aber sieht nicht ganz so übertrieben schnell aus. So, Reifen. Mal wahrlich, wir wollen nämlich Offroad-Reifen. Ich weiß echt nicht, was ziemlich gefahren ist. Ich habe da einfach Bock drauf. Wir brauchen aber auch noch breitere Reifen. Ja, es geht ja noch. Hinten denke ich mal das gleiche. Ja, nach unten 12x50er. Was mir aber gar nicht gefällt, sind die Felgen irgendwie. Das sind an sich ziemlich geile Felgen. Für so ein Serienauto, was nicht so viel Leistung hat. Aber mir gefallen die eigentlich gar nicht. Vielleicht auch so Offroad-mäßige Felgen. Also, der Wagen hat so ein bisschen was vom Äußeren, finde ich, also von vorne auch so ein bisschen wie so ein Mitsubishi Lancer Evolution 10. Also, mal ganz ehrlich, ne? Sieht wirklich ein bisschen ähnlich aus. Noch übrigens das zum Wagen, der ist doch quasi baugleich mit dem Fiat Viaggio. Ist halt nur für eine andere Marke gedacht, der Fiat. Der für Europa und der eigentlich für Amerika, logischerweise. So. Moment. Nee. Ich glaube, dem stehen auch echt ein paar Felgen. Ja. Ich finde, die haben was.
Die 1552 Cast Motor Block Trump, Trimac, keine Ahnung. Ich kann gar nicht lesen, warte mal. Ich will mal kurz hier mein Aufnahmefenster wieder. Monoblock Tarmac. So. Das sah schon mal nicht verkehrt aus. Ja. Die meisten werden sagen, ich bin komplett bescheuert, aber ja, das weiß ich, dass ich das bin. Da habt ihr auch eigentlich ziemlich gerade recht. Aber heute mal, ich wollte das mal ausprobieren, ob das geht. Ob das funktioniert. Ja. Die passen. Oh, die König Daylight. Noch 11 Kilo leichter, aber ein bisschen größer geht sie trotzdem, auch wenn es Offroad ist. Aber wir machen 19er, 20er ist doch für Offroad ein bisschen groß. Und an sich will ich auch bei dem Wagen 20er ein bisschen zu groß finden. Und 19er, die gehen klar. Dann kriege ich ja Kupplungsgetriebe, Antriebswelle. Ist natürlich, gehört dazu. Das machen wir auch. Kann man durch Verteilung ändern. Wie viel wir hinten haben möchten, wie viel Drehmoment. So, Bremsen natürlich ganz wichtig. Der Wagen soll auch wieder stehen. Obwohl, das 1 könnte ja schon werden vielleicht, ne? Federn machen wir Offroad-Federn rein. Weil es soll jetzt kein irgendwie Trophy-Truck-mäßig was werden, aber halt schon ein bisschen beendefähig. Überall Käfig, brauchen wir den. Das ist halt die Frage. Ich würde sagen, nö. Aber ein bisschen leichter hätte ich ihn auch schon gerne. 1640 ist ein bisschen viel. 1515 geht schon, was okay. Nein, wir machen das mal so. Es geht klar. Aber warte mal. Moment. Hab ich jetzt schon mehr Leistung eingebaut? Also der Kompressor, stimmt, deswegen kann ich schon sagen. Aber ja, Kompressor, oh, ich hoffe, der klingt auch gut. Das wäre so awesome. So. Ja, wieder schwerer, aber das geht. Der Wagen wird auf jeden Fall kein Mazda für Geschwindigkeit. Auch hier nur 7,1 Beschleunigung aktuell. Wir machen doch mal schon das 1. Komm. Ich will es einfach mal ausprobieren. Dann machen wir Vollaufbau. Das geht ja auch gar nicht. Mit dem Motor. Ich sitze nur so weit oben wegen den Reifen. Und wir machen Vollaufbau, glaube ich. Ja, das wird ja auch gar nicht mal so leistungsstark. Jetzt habe ich schon so Hubraum. Können wir auf 3 Liter gehen? Ist ja schon ziemlich krank, ne? 2,7 geht's. 2,5. Ich mach mal hoch auf. Ja. Ich würde sagen, hoch auf 2,5. 2,7 finde ich ist noch für einen Vierzylinder auch ganz schön viel. Das haben wir auch schon. Dann dennoch Ladeluftkühler. Leben wieder mehr, aber haben natürlich auch wieder. Okay. Jetzt sind wir doch halbwegs schnell. Ja gut, halbwegs. Ich meine 8,4 Beschleunigung. Das habe ich doch ein bisschen zu viel, finde ich. Ich meine, so hart braucht er gar nicht. Machen wir Hubraum wieder weg. Die Nockenwellen bringen ganz schön viel, nehme ich jetzt mal an, ne? Oh ja, die hauen richtig rein. Ich würde sagen, wir machen vielleicht mal 250 kW. Passt also? Kriegen wir das hin? 253. Kriegen wir die genau hin? 247. Jetzt haben wir aktuell so 330, 35 PS, so ganz ungefähr. Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Und knapp über 400 Newtonmeter. Ja. Ich glaube, wir probieren das erstmal so. Was das wird, keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren. Natürlich auf Straße aufbauen war mal auch gegangen. Aber ich dachte mal was anderes. So, in Farben. Das Orange, das finde ich ja schon ziemlich geil. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Weil natürlich sehen wir sich rot und das Orange, denn ja. Abgefahrenes, aber nicht so schönes Grün. Blau, dunkles Blau, noch dunkler, schwarz. Und alles. Ja, wir bleiben beim Orange, das gefällt mir doch schon sehr gut. Aber die Felgen. Ich gucke mal. Wir müssen sogar jetzt nicht mal irgendwie schwarz oder carbonmäßig werden. Vielleicht zu Alu oder sowas oder Stahl. Chrom ist doch ein bisschen too much. Kupfer. Das hat irgendwie auch was. Ich weiß nicht warum, aber das gefällt mir. Kupferfell. Passt ja auch zu dem Orange vom Auto so ein bisschen.
Das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Machen wir erstmal. Du könntest ja alles nochmal ändern, ist ja kein Ding. Bin ich mal gespannt. Und ihr hoffentlich auch. Was dieser Wagen wird und was er kann, aber was er wird, weiß ich selber nicht. Ja, Felgenfarbe, die sieht jetzt an sich schon mal nicht so verkehrt aus. Da sehen wir ja gleich. Dann sage ich ja, passt oder nö, was anderes. So ein bisschen vorfahren. Ich finde die Felgenfarbe, die lassen wir so. Aber das haut, ne? Fährst mal nochmal vor. Den geilen Sound auf jeden Fall. Und das für ein Vierzylinder, ja? So. Ja, an die Straße vorfahren. Dann mal kurz Sound genießen. Ich muss ja sagen, wenn er so hochdreht, das hört sich so ein bisschen an wie die Viper. Wie die Viper GTS, das ist 2013. Jetzt so meine ich, ne? Das hört sich schon so an, irgendwie, finde ich. So ein bisschen. Nein, ich habe nichts geraucht. Was einer fragt. So, gucken wir mal kurz. Da haben wir natürlich hochgelegt. Er ist ganz hoch sogar. Noch richten. Okay, der hat schon ziemlich weiches Fahrwerk. Dank den Offroad-Federn. Also noch mal ein kleines bisschen weicher. Hier geht nichts natürlich. So, ich glaube, der verträgt 80% hinten. Ist ja nicht so viel Leistung. 4,5 Sekunden auf 100. Top Speed, was sagt er? Oh! Ja, das ist nett. Ich schreib's auch noch mal ein bisschen weicher. Ein bisschen verträgter. So. Setzen wir euch gleich. Reifendruck machen wir 2,0. Übersetzung muss ich noch mal gucken. Der liegt gar nicht mal so hoch, ne? So geht noch, finde ich. Warte, Foto machen, ganz wichtig. Was ist denn das da Schönes? Das ist ein. Was ist das? Der Chevy Vega oder so, welche wieder wie der hieß. Genau, Chevy Vega GT. Das mit der DLC. Den ich noch nie gefahren bin, übrigens. Oder? Ich glaube nicht. Boah, die Schaltvorgänge, ne? Uiuiui. Geht auch ein Foto. Der AMC Gremlin X müsste es sein. Jawohl. So beenden. Ne, oder gefällt mir wirklich. Ich werde aber noch ein zweites Tuning für den Wagen machen. Ich zeige hier mit aller Motor auch. Und halte auf Speed, sag ich mal. Schaltet. Der Sound, ey, der ist aber sick. Oh. So. Besetzung passt mir noch nicht ganz so. Top Speed werde ich auf jeden Fall die 6 dann kürzer machen, weil wir brauchen die 2,95 fahren. Das schaffen wir eh auf keiner Offroad-Strecke. Ich würde sagen, so 2,60, 2,70 reichen. Also wenn der 6-Gang so lang geht, der braucht gar nicht so Ewigkeiten. Bei 268, das passt eigentlich. Der erste kann ein bisschen kürzer.
Zweiter, ja. Dritte, richtig kurz. So. Soll eigentlich passen. Würde ich sagen, nehmen wir auch mal los. Und zwar suche ich mir jetzt mal hier oben eine Strecke raus. Nehme ich jetzt die oder nehme ich. Nein, die. Wir fangen erstmal mit der an. Ja, wirklich für 4 Zylinder klingt ja ordentlich. So, Fanrennen natürlich. Dann nehmen wir auch wieder mal Hot Hatch. So, wir machen auch, komm, wir gönnen uns mal 4 Runden. Sonnenaufgang heiter. Heiter Regen nass. Ja, wir können es einfach. So. War wirklich schönes Orange. Felgenfarbe finde ich auch super. Aber auch der jetzt so. Also der Spoiler, der da war hinten im Tuning-Menü, das war, glaube ich, so ein bisschen so Hellcat-mäßig. Einfach um den so ein Hellcat, das wäre cool. So man weiß ich 500 PS. Das wäre geil. Oder so ein fetter Sechszylinder. Würde auch was können, glaube ich. So. Aber auch schon ein anderer Kleinwagen hier. Leider nicht meiner, gibt es ja nicht im Spiel. Ein Corsa. Schade. Boah, ist richtig geil aus, ey. Ein bisschen viel auf der Dark. Ach, kann ich reden. Jetzt ein bisschen viel, 80%. Ich werde gleich nochmal so 70 versuchen. War fährt sich super. Verbremst. Aber so der Wagen, so ein Sechszylinder, das wäre auch ziemlich geil. Geht aber aktuell auch gar nicht. Denn der Wagen, den gibt es nur mit, ich guck mal kurz hier, nochmal einen Motor mit 220 kW. Ist auch quasi der gleiche Motor, halt noch mit Turbo aufgeladen. Aber nö. Kompressor hört man fast gar nicht. Hier ist echt ein bisschen viel hinten. Das war scheiße. Aber sieht geil aus, ne? Einfach diese Heckpartie vom Charger so ein bisschen. Das gefällt mir auf jeden Fall. War nur auch nicht so riesig der Charger. Ein bisschen kleiner. Ich war ja gerade scheiße. Ich komme ja gerade nicht klar irgendwie. Was aber eigentlich nicht am Wagen liegt. Jawohl. Ja, jawohl, ne? Richtig geil in die Mauer reingerammt. Kann man schon mal klatschen, würde ich mal sagen. So, auf den Gang. Bremsen sind nicht so geil. Fallen mir nicht so. Wir sind hinter mir. Aber ist gerade hier ein Ford? Also Opel? Also Vauxhall? Nee. Ist ein Vauxhall Corsa? Kann das sein? Bei Alra braucht er vielleicht sogar gar nicht. Jawohl. Das war doch gut. Schön abgekürzt quasi. Strecke ausnutzen. Aber vor, der geht doch ganz gut eigentlich. Aber die beiden da vorne, an die komme ich nicht wirklich ran. Die ziehen mir gnadenlos davon. Was waren die da vorne denn? Ich kann mal wissen. Das sehen wir ja gleich. In circa einer Minute.
Obwohl, Mini-Drift hier. Wenn das überhaupt Drift nennen kann. Ich würde sagen, eher nicht so. Ich fand aber echt gut da vorne. Meine Fresse. Länger war auch ein Tempo vor. Gut ab. Die Kurve, die hasse ich. Da kann man sich so leicht verbremsen. Das ist richtig übel. Ne, keine Chance. Ich kann mir gerade so hier den vierten und fünften von meinem Leib halten. Rankommen? Ne. Was fahren die denn da? Das würde ich wirklich. Das würde ich jetzt echt mal wissen. Geht Fiesta. Und wow, ein 6 von Posto. Wow. Weil es halt. Wiegt halt nichts, ne? Hat auch weniger PS, denke ich mal, als wir, aber wirklich, das Ding wiegt gar nichts. Geht doch ganz gut ab, eigentlich. Naja. Aber trotzdem eine geile Strecke, finde ich. Das hat aber noch mal ein kleines bisschen geändert werden. Vielleicht dann kann doch noch alles ein bisschen härter. Weil mir doch ein kleines bisschen zu weich. Da muss ja nicht viel sein. So. Also erstmal der erste Gang, der ist zu lang. So. Dann alles, mache ich mal hier auf 25. Und hier auf 35. Nicht, lass mal auf 30. Wenn ich war hinten soweit, ganz gut. Fehler, dann mache ich ein bisschen härter. Dämpfer lasse ich so, aber das ist halt nicht zu viel. Wir machen mal 60%. Komm. Das wird ja wohl in Ordnung gehen. Und als Renner Nummer 2, da könnten wir auch mal die hier oben nehmen, ne? Hat das zwar nicht so viel Offroad-Abschnitte. Also ich jetzt mal so ein richtiges Rennen nehmen. Sowas. Machen wir. Da sollte meine Chancen echt nicht so schlecht stehen. So, ja. Rechts abbiegen. Ja. So, jetzt ist das schon besser. Der Sound beim Schalten, der ist wirklich richtig geil. Auch, dass er schnell schaltet. Das mag ich ja persönlich sehr. So, Viva la France gibt es heute nicht. American Authors. Reasonably priced cars. Nehmen wir mal die. Ja, hier, wer das nicht kennt, das ist, glaube ich, eine Anspielung auf Top Gear. Da gibt es ja auch immer diesen starpreisgünstigen Auto. Das war, glaube ich, der Chevy Lassetti war das auch mal. Denn, was hatten die danach? Die hatten auf jeden Fall einen Kia Ceed hatten die. Jetzt haben sie, glaube ich, einen Vauxhall Astra. Also hatten die jetzt bis Top Gear nicht mehr gab. Was war dann noch? Ein Suzuki Liana war da, glaube ich, auch. Der erste Suzuki Liana. Dann Chevrolet Lasset, der Kia Ceed. Und dann noch der Vauxhall Astra. So, glaube ich. Da war, glaube ich, jede Folge immer ein berühmter britischer oder auch andere berühmte Persönlichkeit in diesem Auto. Durfte eine Runde fahren und sich quasi mit anderen auf dem Board messen. Beim Leaderboard. Quasi wer die beste Rundenzeit hat. Das wird dann halt immer noch im Video von Jeremy sehr humorvoll und sehr halt mit seiner Art kommentiert. Das war ziemlich gut. Top Gear, auch so eine geile Sendung. Hab ich so gerne geguckt. Gibt ja jetzt leider kein Top Gear mehr, sondern nur The Grand Tour. Noch keine Folge davon gesehen bisher, muss ich gestehen. Hey. Wow. Gut. Nummer 2. Und Fahrer, der braucht mich wirklich, der ist ziemlich geil. Obwohl er wirklich so langsam ist. Ich mag eigentlich eher nur schnellere Autos, aber der ist einfach auch geil. Sorry.
Spiel sieht ja schon mal deutlich besser aus als vorher. Hallo? Oder was ist das? Ist das ein Chilika? GT4? Ich glaube schon. Jetzt geht er gut. So gefällt mir das. Ja, der geht Offroad eigentlich ganz gut, soweit. Jetzt auch so ein Faden. Jetzt nicht querfährt ein, das muss nicht sein mit dem Ding. Jawohl, dass sie so viel besser waren als vorher. Viel, viel besser. So. Oh Gott, die Kurve, die hasse ich. Genau deswegen. Hat das so einen leichten Rallye-Sound, finde ich. So ein Rallye-Motor. Also nur so leicht. Hört sich an wie ein Rallye-Motor, wie eine Viper, also. So, hier. Die Schikane. Hört sich wirklich jetzt richtig genial. Ja, aber das war doch ein bisschen zu weit in. Ja, komm, die 2 Meter. Keiner gesehen. Passt schon so. So, 70% rum. Fast. Okay, beim Speed. Ich kann beim Speed nicht so ganz mithalten. Straße. Ist hier ein bisschen gerutscht. Oh Gott. Das war nicht gut. Sind an mir dran, aber. Wenn ich im Rollen können, das sage ich euch. So. Ist noch Fahrgast aber durch. Kommt das Wasser gleich. Kein Problem für mich. Und. Ja, siehste. Easy gewonnen. Richtig easy. Ach, ja, Eclipse war das natürlich. Ja, auf jeden Fall Chica GT4. Der müsste auf dem 4. das gewesen sein. Chevy Monte Carlo, interessant, interessant. Porsche 944, kommt ja auch bald im Spiel. Wenn die Folge rauskommt, ist er vielleicht schon im Spiel. Kommt die überhaupt raus? Kommt die noch diese Woche raus? Ich glaube schon. Heute ist der 19. Juni. Der müsste noch diese Woche kommen, ne? Denk mal schon. Ja, aber wirklich, fährt sich super. Also geht auch halbwegs Offroad, ganz gut. Zumindest so, dass er mir gefällt. Und sich relativ einfach fahren lässt. Ja, wirklich tolles Auto. Ich würde sogar fast sagen, aus dem Pack mein Lieblingswagen. Jetzt noch dem fahren. Ne, ist wirklich, wirklich geil. Oh, sieht auch richtig geil aus mit diesen kleinen Schürzen. Das sieht schon wirklich sportlich aus, der kleine. Die Felgen finde ich geil. Vielleicht nicht so ganz Offroad-mäßig, aber ich finde es trotzdem schön. Werde ich auch drauf lassen, die Farbe auch lassen. Obwohl es Kupfer ist, das kann schon was. Mit dem Orange des Wagens, das ist auch so schön hell ist, so knallig so. Oh. Er macht rum auf der Wagen, obwohl er gar nicht mal so schnell ist. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder was Schönes, anderes und wahrscheinlich auch Langsameres gibt. Wer weiß. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, tschüss.